Tja Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, ihr seht es im Hintergrund, wir befinden uns natürlich nochmal in Rainbow und wir spielen heute natürlich wieder ein neues Rank. Aber Freunde, ihr habt schon im Titel gelesen, heute spielen wir einmal wieder mit Pro-Player-Settings, beziehungsweise einfach mit Settings von Leuten, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Und Leute, es steht da sowieso schon drin, wir spielen heute einmal mit Borlo sein Settings. Ich würde sagen, wir suchen einen Rank, aber ich kann euch das hier mal eben so kurz im Überflug zeigen. Also Audio habe ich nichts verändert. Display habe ich zum Beispiel Aspect Ratio habe ich auf 3 zu 2. Das ist, ja, hatte ich so noch nie gehabt. Also ich habe noch nie 3 zu 2 gespielt. Ist auf jeden Fall mal was ganz Neues, Freunde. Dann Graphics habe ich komplett umgestellt. Ich zeige euch das hier eben einfach mal alles kurz. Zum Beispiel LOT Quality auf Ultra, andere Sachen. Aber was er auch schon hatte, was ich auch hatte, ist TAA auf 8080. Ansonsten Controls 9.9, da hatte ich 11.11. Und bei Aim Down Sight hatte ich 56, da hat er 83. Und ja, ich würde sagen, Freunde, jetzt fangen wir an mit dem Rank. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier wird, Freunde. Lasst unbedingt gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, auch gerne ein kostenloses Abo. Würde mich persönlich mega, mega freuen. Und ja, dann suchen wir jetzt einen Rank. Let's go, ab in die Runde. So, Freunde, wir spielen auf Theme Park. Habe ich richtig Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ja so die Map, wo ich eigentlich immer die ganzen Clutches gemacht habe. Mal sehen, ob das hier jetzt auch wieder der Fall ist in dieser Runde. Und, Freunde, bevor wir anfangen, würde es mich noch richtig freuen, falls ihr Twitch benutzt, beziehungsweise falls ihr da einfach mal dabei sein wollt, ich streame jeden Tag auf Twitch, würde mich mega freuen, falls ich euch da wiedersehe, nicht nur in den Kommentaren oder so, sondern einfach im Stream, lasst da gerne ein Follow da, wir stehen kurz vor 1000 Follower, ihr könnt mir dann hier unten in die Kommentare schreiben, wer von euch der 1000ste Follower war, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Aber jetzt zocken wir mal eine Runde wieder mit Ash, habe ich richtig Bock drauf. Ansonsten der Unterschied von 3 zu 2 zu 16:10 ist gar nicht so riesig, finde ich sogar. Ich habe eigentlich gedacht, dass 3 zu 2 richtig eklig aussehen wird, weil 4 zu 3 sieht ja schon echt eklig aus. Das kann ich gar nicht spielen. Aber hier 16:10 kann ich euch einmal kurz zeigen. Und dann vergleichen wir das doch mal eben ganz kurz. 16:10 ist halt, ja, ein bisschen, also nicht so extrem weit ausgedehnt wie 3 zu 2, wenn wir das jetzt hier mal sehen. Ja, ja, ein bisschen mehr ausgedehnter, aber das sieht man so jetzt nicht spezifisch ultra krass, finde ich auf jeden Fall. Es sieht fast genauso aus, finde ich auf jeden Fall ultra geil und hätte ich gar nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin, weil ich zocke immer 16:10 und 3:2 sieht fast genauso aus. Ansonsten, wie gesagt, 400er DPI hat er auch, genau wie ich. Ich weiß aber nicht halt, ob er die gleiche Maus hat, wieder wegen Sensor und so. Aber das werden wir auf jeden Fall sehen. Ansonsten, wenn ich so hin und her mache, sieht das, fühlt sich das genauso an, als wie bei mir. Das ist ja nur zwei Unterschiede, da merkt man jetzt auf jeden Fall nicht viel. Ansonsten, wo ich schon mehr merken werde, ist zum Beispiel, wenn ich in Scope gehe, können wir ja mal eben kurz machen. Vom Anfang bis zum Ende des Mauspads ist genau eine Umdrehung, lol. Ist genau eine Umdrehung? Ja, Tatsache. Also fast, fast. Es ist so eine 95% Umdrehung. Ja, ansonsten, die habe ich euch ja gezeigt, die Einstellungen. Falls ihr die gerne selber benutzen wollt, einmal kurz Pause machen und dann, oder Screenshots und so. Ach, Mann. Hä, Jäger hat mich geholt? Wie hat der mich geholt? Ich stand doch hinter der Wand. Das möchte ich jetzt gerne mal sehen, wie der mich geholt hat. Ich stand zu dem Zeitpunkt, wo er geschossen hat, schon hinter der Wand. Und hat mich trotzdem geholt. Das, Operation Health. Aber gut, die Jungs werden das, denke ich, mal holen. Lol, er hat den auch wieder geholt. Und Inside Kaffee. Und Inside Kaffee, guys. Ja. Keine Ahnung. Ganz crazy shit auf jeden Fall. Ganz crazy shit. Boah, da schießt die ganze Zeit eine Valkyrie mit ihrer Diegel. Bestimmt richtig cool. Oh, ja, macht diesen Trick. LOL! Die Frost ist ja komplett Fahrrad gewesen. Oh, boah, ich habe ihn nur ganz, ganz leicht gesehen, ja. Ja, das war dumm, dass er da nochmal reingerannt ist, aber da wusste er nicht. Er wollte sich nochmal kurz Info selbst geben, wo er sein könnte. Aber das ging dann leider irgendwie nicht. Deswegen. Sledgerino? Ich habe gerade gedacht, er kriegt Fall Damage. Ich glaube aber. Ah, okay, er hat sich selbst gefickt. Also, er hat sich auf jeden Fall die Zeit weggenommen. Nice, nice. Good job, Sledge. Kaffee, maybe Jäger. Will ich dir nur sagen, weil da war vorhin auf jeden Fall einer. Leute, ich trinke mal ausnahmsweise was im Video. Friendly, last
Okay, 1 gegen 3. Mal sehen, ob das jetzt klar macht, das Ganze. Denke aber mal schon. Ja, er wird das auf jeden Fall klar machen. Einer ist auf jeden Fall... Ja, der Jäger, Digga, der schluckt so viel. Und gibt einfach immer jedem, wenn jemand schon hinter der Wand ist. Beste Leben. Beste Leben, Mann. Also ich bin auf jeden Fall ultra unlucky gestorben, auch wenn das jetzt schon ein bisschen her ist. Oh, da war er sogar. Einer Kaffee, ja? Ist ja gut gehört. Nee, unten? Lol, ich wusste nicht mal, dass da offen ist. Oh, die spielen schon mit Pistol, Digga. Richtig Disrespection. Richtig am Disrespecten, ich schwöre. Digga, Ella mit Shotgun. Was ist denn jetzt auf einmal los, Alter? Okay, Freunde, los geht's. 3 Sekunden haben wir noch, dann war's das. Er hält hier schon. Ja, dann brauche ich hier nicht mehr halten, wenn er da schon hält. Aber ich könnte theoretisch als Backup dienen, falls er stirbt. Ja. Ja, da hinten ist halt auch noch Ella. Also eigentlich brauche ich hier nicht mehr sein. Wenn die zwei da schon halten halt, dann brauche ich da halt eigentlich nichts mehr machen. Hier, in Train. Weil die kriegen das ja, denke ich mal, hoffentlich da mit. Okay, das ist schon mal offen. Ja. Ich fühle mich gerade ein bisschen überflüssig, weil da, wo ich hin wollte, sind halt jetzt schon überall welche. Ach, Digga. Warum sagt denn kein... Ash is rushing Yellow Stairs, guys. Warum darf die da so hoch rushen, Digga? Da ist einfach gar keiner, Mann. Vor allem genau das aim ich da nicht ab, weil ich da auch immer hingehe. Ah, das war ultra dumm von mir. Wie ist die so schnell in Kaffee drin, Digga? Ultra crazy. Ich habe halt gedacht, ich wurde vom Hedge geholt, aber es callt doch keiner. Wisst ihr? Deswegen. Ja, ich bin gerade ultra lost. Ich habe eben gerade schon mal eigentlich eine Runde aufgenommen. Aber ja, die war halt nicht gut. Also die hat mir selber nicht gefallen. Und deswegen mache ich das Ganze jetzt nochmal. Schon. Nice. Schön. 4 gegen 1. Als ob ich der Einzige bin, der wieder gestorben ist, ey. Keine Ahnung, die letzten 2 Tage bin ich ultra lost in diesem Game. Oh, letzter. Last one on Vigils inside is train, yeah. Train. Yeah, boy. Let's go. Okay, Freunde, die sind unten. Ne, das ist nicht offen. Ich will da jetzt zwar nicht gucken. Sonst kriege ich da wieder, wenn ich hinter der Wand stehe, wieder 300 Headshots. Deswegen. Vielleicht entweder hat die Killcam gebuggt oder... Junge, warum schießt der exakt genau dann durch, wenn ich davor stehe? Woher wusste er das schon wieder? Digga, das ist gerade schon wieder ultra... Keine Ahnung, Mann. Was die... Entweder haben die ultra Timelag oder die haben Wallhack. Keine Ahnung. Was anderes kann ich mir dazu nicht mehr ausreimen. Weil das kann man nicht hören. Das kann man nicht hören. Oder halt sehr, 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 sehr schlecht. Und da muss man schon wirklich gut davor stehen. Deswegen check ich irgendwie nicht. So, hier ist aber oben gar keiner. Oder was? Hm, doch. Also jetzt sind hier oben keine mehr, ja. Nice. So, dann machen wir mal kurz den Hedge auf. Hedgerino. Sag jetzt nicht, die buggen schon wieder rum, die Dinger. Ich hoffe, die fixen auch Dings, Alter. Ich hoffe, die fixen auch, diese Banner-Charges, dass die auch da dann hingehen, wo man hinzielt mit den Dingern. Und noch Killer auf jeden Fall. Die es noch fixen könnten. Jetzt gucken wir mal kurz, ob hier einer steht. Aber da steht keiner. Wahrscheinlich Jäger. Oh, ich habe aus Versehen Dings. Oh nein. Was? Ich helfe dir, Bro. Ich hoffe, jetzt kommt kein C4. Wir haben beide RIP. So. Okay, dann gucken wir mal eben, wo der ist, der letzte. Ist wahrscheinlich da im Corner. Kann ich mir vorstellen. Eigentlich war das jetzt gerade dumm, dass ich das aufgemacht habe. Ich hätte durchlaufen können. Die Wand aufmachen können. Deswegen. Dann wenigstens schon mal. Alles klar, Digga. Er macht 20 AP-Klatsch. Ich will ja richtig safe spielen. Er droppt wahrscheinlich einfach runter und holt ihn sich. Ja, Mann. Lul. Er ist ultra aggressiv mit 20 AP, Digga. Beste Leben, Mann. Okay. Dann gucken wir mal. Oh, hier oben ist schon offen, Alter. Lol. Wusste ich gar nicht. Schon offen ist. Dann gehe ich mal kurz woanders hin. Pushen die schon? Are they rushing? Oder was? Keine Ahnung. Hm, die Dinger. Müssen wir dann erstmal hier wegmachen. Wenn ich sie auch mal treffen würde. Nice, Digga. Beste Aim. Beste Aim, Digga.
Also gerade auf jeden Fall ganz sehr schwierige Situation bei mir. Ja. Nice. Sind auf jeden Fall auch wieder weg. Da kannst du nichts machen. New opening. Okay. Pius. Ja. Da macht mir keinen Damage. Vielleicht kriege ich wieder hinter der Wand. Drei Headshots. Ist auf jeden Fall ein Fuse. Chain. Pushing Chain. One big Fuse. Off. Yeah. Always in coffee. Ist auf jeden Fall hinter mir, ja. Also hier, Chain. Das ist rechts. Weiß nicht, ob er schon tot ist. Ne, noch einer. Oder war das der? Ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz seine Cam, ob da einer injured ist. One injured inside train. Yeah, one injured. And Jekyll is 35% life. Und wir holen da hat er ganz schöne Hits kassiert von dem. Oh, das war mies, das war ekelhaft. Oh, schade. Nice try, bro. Schade, Mann. Der konnte da nichts mehr machen. Okay, die sind wieder unten. Ich habe mir wieder die Banner genommen, werde natürlich wieder oben versuchen, den Hatch aufzumachen. Ganz klar, auf jeden Fall. Ist angeschlagen. Ja. Hm. Wie er schon raufgeschossen hat, der Kollege. Mossi, keine Ahnung, irgendeiner schießt da auch die ganze Zeit wie so ein Verrückter. Sehen aber auch nicht. Ich sehe da keinen. Leider sehe ich da keinen. Hm. Ich aim halt extra so ab, weil sonst kriege ich wieder 300 Headshots durch die Dings. Durch die Wall. Also hier, wenn ich hier stehe, schießt er wieder da hinten und gibt mir wieder einen Headshot. Ganze Thema haben wir ja schon durch, Freunde, ne? Deswegen. Ja, Headshots gedings, das ist natürlich scheiße. Hedges Kite. Deswegen kann ich den leider nicht auf so schnell aufbekommen. Hier ist keiner. Und aber Kaffee schon inside, die Kollegen. Ich würde theoretisch eine Ladung benutzen, um in Daycare reinzugucken. Wir wenigstens mal Daycare reingucken können. Das ist aber einer. Ich glaube, hätte ich früher geschossen, hätte ich ihm vielleicht einen Wallbang gegeben. Ich weiß es nicht. Ich habe die ganze Zeit den Baum getroffen. One is laying inside Decke. Ah, nice, er hat ihn schon bekommen. Ja, das war nämlich der Bandit, der hat sich da hingelegt. Da war noch einer, ja? Ne, Ella. Ella dropped, ja, yeah, okay, nice. Schön, Digga. Ja, den Hedge kriegen wir auf jeden Fall nicht so schnell auf, ja. Natürlich jetzt ein Problem für uns. Aber dafür kriegen wir was ganz anderes auf, was die richtig unter Druck setzen wird. Dass die nicht kontern können. Okay, das ist. Und zwar das hier. Das hier kriegen wir auf. Sie halt viel mehr unter Druck setzen wird. Diese Wand hier. Ja, das Window ist auch schon offen. Hm. Oh, hier piekt einer gleich. Ne, wo ist denn der? Ach doch, hier. Bro! Was? Er stirbt nicht! Er stirbt nicht! Bro! Was ist los? Hinter mir? Hä? Bro, er war safe. Ich habe ihn safe in den Kopf geschossen. Safe call. Habe ich ihn wenigstens einmal in den Kopf geschossen. Das könnt ihr mir nicht erzählen, Freunde. Dass ich ihn nicht in den Kopf geschossen habe. Minimum einmal habe ich ihn safe call in den Kopf geschossen. Mirror ist auch. Mirror, very low HP. Inside B. 10 seconds remaining. Mirror down. Goblin, Goblin. Reload. 5 seconds left. Hm. Und wo auch immer der kommt, der hab ich einfach vor ihn gestellt. Damit er wenigstens den anderen nicht trifft. Hm. Ja, mal sehen, wo der hin kommt, ne? Werden wir ja gleich sehen. Hehe. Hallo! Ah, den Door hat er schon aufgemacht. Oh. Na, nice. Schön. Okay, Freunde. Das war doch schon mal eine ganz nice Runde auf jeden Fall. Die hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber war auf jeden Fall richtig nice. Ich habe mich mal für Smoke entschieden. Ich habe gerade ultra Bock auf Smoke, Freunde.
Deswegen zocken wir den jetzt auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wo genau ich mich hier mit dem hinstellen soll. Aber vielleicht bleibe ich auch hier in dem Raum. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Geht zwar halt schon los, klar. Aber wir haben ja sowieso noch Zeit, bis die pushen und so. Also hoffe ich. Es sei denn, machen jetzt den Ultra-Speedrun. Ich hoffe, das ist die letzte Runde. Natürlich auch Killer. Ansonsten kann ich nochmal Stacheldraht hier reinlegen. Hedges open. Yeah. Das war dann leider ein bisschen unlucky für ihn. Jetzt habe ich ein bisschen zu weit unten gesetzt. So. Das ist halt trotzdem scheiße, weil das sieht man halt direkt, deswegen. Ja, ich wurde doch schon gespottet. Natürlich jetzt auch nochmal beschissen für mich. Smoke konnte ich damals echt ziemlich gut spielen, finde ich. Mich halt immer irgendwo hingestellt, vercampt. So, auch muss man ja mit Smoke. Schön. So, am Window. Ich bin jetzt in einer sehr ekligen Position. Wenn der droppt, bin ich tot. Schon gedroppt. Noch einer wahrscheinlich. Es wäre noch einer am Hedge gewesen. Der Bug war das, glaube ich. Nice, good job, Bro. Ich würde gerne den... Nice, good job, good job. Ich weiß nicht, ob der letzte Bug ist. Gibt auf jeden Fall 6 Kills, der letzte von dem aus dem Team. Wenn der jetzt noch alle wegholt, dann, ja, scheiße. Werden wir auf jeden Fall sehen. So, jetzt machen wir schon mal den Hedge ein. Ist zwar ein bisschen früh. Ich glaube, er ist nicht... Doch, er war am Hedge. Doch, er kommt hier. Vorstellen. Nee. Train. Ja, ist Train. Er listen hin im Train. But don't rush, guys, please. Lass uns einfach jetzt safe, easy peasy runterspielen, Alter. Das ist auf jeden Fall ganz nice, was? Na, er ist ein Train. Yeah, Train. Macht noch irgendwas auf. Oh. Er rotated rum. Sehr gut, Digga. Sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Bitte, Valkyrie. Nice, good job. Schön, eigentlich wollte ich halt, dass sie safe spielen. Aber die beiden rennen einfach raus und rushen ihn dann. Aber Freunde, es hat alles funktioniert. So, okay, sehr nice. Win, wir sind zwar letzter aus dem Team, weil wir nur 3 Kills haben wahrscheinlich. Und auch nicht so viele, ja doch, weil wir 3 Kills haben, deswegen. Aber gut, Freunde. Trotzdem, 1er KD ist doch ganz in Ordnung. Und weil sich das ja viele gewünscht haben, lasse ich das jetzt immer ablaufen, was sie für Ränge haben. Sieht man eigentlich sowieso fast immer. Aber ja. Ich habe euch das jetzt nochmal gezeigt. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne wieder ein paar Pro-Player oder einfach von dem ihr die Settings sehen wollt in die Kommentare. Macht's gut, bis morgen und Peace.